letzte Redebeitrag für heute ist eine Erfolgsgeschichte. Die gibt es auch, wenn Mieter kämpfen, dann manchmal erreicht man, dass man der Spekulation entgeht. Das ist der Cosmo Vierte. Hallo Freunde, hallo Mietstreiter. Wir haben eine kleine Erfolgsgeschichte zu erzählen. 3000 Wohnungen im Kosmosviertel, im Süden von Berlin, kurz vor Schönefeld. Spekulationsobjekt seit 20 Jahren. Von einem bayerischen Investor damals gekauft von der Stadt. Für einen Spottpreis von damals 80 Millionen. Für 3000 Wohnungen. Und er hat diese Wohnung, Neubauwohnung, ganz jung gebaut, gerade 5 Jahre alt, 6 Jahre alt, hat er verkommen lassen. Er hat sie nicht repariert, er hat sie nicht saniert, er hat nur die maximalen Miete rausgezogen und hat sie nach München geschafft. Raus aus der Stadt. Damit ist hier keine Wohnung gebaut worden. Damit ist hier keine Infrastruktur gebaut worden. Mit den Profiten, die er dort nach München geschafft hat. Und jetzt, wo die Wohnungen, die Häuser dringend reparaturbedürftig sind, da hat er noch angefangen, energetisch zu sanieren, um nochmal die Mieten zu verdoppeln zu können. Und wir haben uns dagegen gewehrt. Wir sind aufgestanden, wir haben die Politik getreten und getriezt und gefordert, dass sie gefälligst Mieterschutz betreibt, dass sie Sozialmaßnahmen durchsetzt für eine Mieterschaft, wo 50% der Kinder unter Kinderarmut leiden, den doppelten Betrag vom Berliner Durchschnitt, wo doppelt so viele wie im Berliner Durchschnitt krank, arbeitsunfähig, Rentner, Minimalrentner, Hartz-IV-Empfänger sind, für eine ganz arme Klientel, für den Armutsleuchtturm von Berlin haben wir gekämpft und haben durchgesetzt, dass endlich mal diesem Vermieter gezeigt wird, diesem Miethai gezeigt wird, wo die Glocke hängt. Wir haben nachgewiesen, dass die energetischen Sanierungen, die er veranstalten wollte und veranstaltet hat, gar keine energetische Einsparung gebracht haben, sondern sogar danach 20% Mehrheitsenergie verbraucht haben. Und als wir diese Blase platzen ließen, hat er innerhalb von wenigen Tagen, muss man sogar sagen, an die Stadt Berlin zurückverkauft. Der arme Kerl. Und wir dachten schon, wir müssen für ihn mit der Büchse rumgehen und damit er nicht verhungert und verdarbt und verdurstet, für ihn sammeln gehen unter unseren Mietern. Und dann haben wir gehört, was die Stadt Berlin ihm bezahlt hat für seine 80 Millionen Investitionen. Stadt Berlin hat tatsächlich 250 Millionen für diese runtergekommenen Häuser hingeblättert. 250 Millionen. Und das war leider der große Wermutstropfen, muss ich sagen. Denn das war in unseren Augen viel zu viel. Das haben die Bücher nicht hergegeben. Das war ein Spekulationspreis. Und wir müssen uns auch dagegen wehren, denn wegen diesem Spekulationspreis muss man sagen, dass die Stadt Berlin wahrscheinlich jetzt einige Schulen weniger finanzieren kann, einige Kindergärten weniger, einige Straßen weniger reparieren lassen kann und etliche S-Bahn-Züge weniger kaufen kann. Aber München hat jetzt das Geld. Und das, finden wir, ist eine Sauerei. Wir müssen viel mehr darauf achten, wo die Geldströme hingehen. Und wir müssen viel mehr darauf achten, dass das Geld, was diese Leute, die dort drinnen sitzen, aus der Stadt schaffen, an Profiten. Und dieses Geld, was die Profite sind, das wandert zu den Milliardären von BlackRock. Und damit werden hier in der Stadt eben keine S-Bahnen gekauft und keine Schulen gebaut. Und verflucht nochmal, diese Leute muss man endlich enteignen. Und lasst uns weiter aufstehen, lasst uns weiter kämpfen.